Ich will mir ganz normal das Monte-Statement noch anschauen. Jo, Schlingel, wir haben es 12 Uhr aus der Zentrale. Es ist alles dunkel, das Licht geht erst um 13 Uhr an. Ich hatte gestern einen grandiosen Stream zusammen mit Marc G. Bauer. Wir haben Schärfewettessen gemacht. Ich habe VGAs ausgepackt, die ich zugeschickt bekommen habe, die ich gekauft habe, aus Amerika und aus der Schweiz, was sehr viel Spaß gemacht hat, was der Stream-Chat auch sehr enjoyed hat. Und wir haben auch Pokémon-Opening gemacht. Das erste Mal habe ich Pokémon-Karten geöffnet. Und wir hatten gestern einen grandiosen Stream. Das Schärfewettessen war eine Erfahrung. Uff, will ich nicht nochmal machen, ehrlich gesagt. Und ich war heute auch schon auf Toilette. Das Ja, hat noch nicht das Zuschauer, bin zweite ich Mal genau bei gemacht. dir. Aber Bin es ich wird mit genau bei Sicherheit dir. noch Max kommen. wird Und ich extrem glaube auch schlecht. die gestern dabei waren. Ich glaube, wir hatten gestern unterm Strich einen richtig, richtig geilen Stream. Nichtsdestotrotz ein paar Kommentare. Und es waren auch nur vereinzelte Kommentare. Und eigentlich müsste ich dazu auch nichts sagen. Aber ihr kennt mich. Wenn ich was zu sagen habe, beziehungsweise zu etwas sagen möchte, dann mache ich es meistens auch frei Schnauze. Manchmal gut, manchmal schlecht. Kann auch sein, dass es jetzt eine schlechte Idee ist, dieses Video zu machen. Und ihr nicht meiner Meinung seid, beziehungsweise ihr mir nicht zustimmt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video euch von Anfang bis Ende anschaut und mir dann eine Bewertung dalässt in Form eines Kommentares, was ihr von der Thematik haltet. Oder anhand eines Likes, Dislikes. Also wenn ihr meint, ich bin ein Spasti, dann disliked ihr. Wenn ihr meint, nee, Monte, ich stimme dir zu, dann gebt den Like oder schreibt halt einen Kommentar. Es gibt mehrere Punkte, auf die ich eingehen möchte. Ich bin mal Und ich mache das gespannt. Ganze Freestyle, wie in den alten Zeiten. Ohne Stream, einfach Freestyle vor der Kamera. Ich muss mir erstmal. Kommen wir zu einem Punkt, den ich gestern des Öfteren dann im Nachhinein auf Twitter gelesen habe oder auf anderen Social Media Plattformen. Und zwar war es das Kommentar: Monte macht das nur wegen dem Hype. Wegen dem Geld. Ich möchte euch etwas mal über Hype erzählen. Und ich weiß, viele von euch sind aktuell Zahlen verwöhnt, wenn sie auf Twitch gehen. Jeder hat viele Zuschauer. Der hat auf einmal so viele Zuschauer. Der hat so viele Zuschauer. Ich stream schon 7 Jahre, Digga. Und habe in den letzten Monaten eine durchschnittliche Zuschauerzahl gehabt von über 40.000 Menschen. Egal, was ich gestreamt habe. Egal, ob ich Fortnite gestreamt habe, Warzone, bla. Meine durchschnittliche Zuschauerzahl in den letzten Monaten sind 40.000. Und Man kann. Ach, Digga, Marcel, wieso muss man das denn immer so kommentieren und so irgendwie darstellen und so? Dieses ständige Profilieren, dieses Numero Uno und dieses ständige, ich bin Numero Uno und ich bin der Krasseste, ich bin der Hype und ich habe Twitch dahin geführt, bla 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 bla. Ich weiß, dass der Ton gerade weg war. Sorry, Leute. Ich spiele euch nochmal ganz kurz ab, was er gesagt hat. Menschen, egal was ich gestreamt habe, egal ob ich Fortnite gestreamt habe, Warzone, bla, meine durchschnittliche Zuschauerzahl in den letzten Monaten sind 40.000. Und was wollt ihr mir von Hype erzählen, Digga? Ich brauche keinen Hype. Ich bin der Hype. Es hört sich abgehoben an, aber es ist einfach so, Digga. Bei mir läuft auf Twitch, Mashallah, sehr gut. Ja, safe. Und das gönnt man dir ja auch. Aber ich finde diese Kommunikation immer so schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Er hat vollkommen recht so. Aber ich finde dieses ständige Profilieren so, dieses oh, ich bin Numero Uno und der Krasseste und so, das macht dich extrem unsympathisch, Bro. Wirklich, Digga. Wir wissen alle, dass du ein krasser Ficker bist und dass du den fettesten Schwanz hast, wenn es um Twitch Reach und alles gibt. Und das brauchst du auch keinem erzählen. Das wissen ja alle. Ich glaube, was die Leute damit primär meinen, ist, dass du auf einen bestehenden Content-Hype aufspringst, der dir nicht mal zahlenmäßig zuträglich ist, sondern einfach auch contentmäßig interessant sein kann. Ne? Ich glaube, viele Leute enjoyen einfach das Opening von Packs, weil es halt auch diese Glücksspielkomponente haben kann. Das ist dir sehr zuträglich, weil du auch selber sowas halt machst und da extrem viel Spaß dran hast. Du bist ja auch jemand, der da sich immer in dem Metier gerne auseinandergesetzt hast und sowas. Aber ich finde das echt schade, Bro, weil du bist eigentlich ein super sympathischer Kerl und durch solche Kommentare, Digga, machst du dich immer so unnahbar und sowas und so. Ja, ich weiß, wie das gemeint ist so und ich kenne dich schon über lange, Digga. Aber ich find das immer so ein bisschen weird, so, weißt du, das muss ja nicht sein so. Gönn doch einfach auch mal anderen Leuten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du nicht gönnst. Aber
Es kommt einfach gegenüber anderen Leuten ein bisschen despektierlich rüber. So, weißt du, was ich meine? So. Keine Ahnung, so dieses, ich bin Monte, also habe ich eine Sonderbehandlung verdient. Das wirkt, das ist, ah, ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen schade einfach nur, so, weil du eigentlich nicht so bist. Seit 7 Jahren. YouTube, mashallah, läuft sehr gut. Seit 7 Jahren. Instagram läuft sehr gut seit einigen Jahren. Was wollen die Leute mir von Hype erzählen? Er macht es nur wegen dem Hype. Ich erzähle euch mal was. Alles, was Streamer und YouTuber machen, gamestechnisch, natürlich nicht alle, aber viele, machen es wegen dem Hype, weil das Spiel gerade im Hype ist. Fortnite, Fall Guys, Warzone, diese ganzen Spiele, die ihr en masse in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gesehen habt, wurden gespielt, weil dieses Spiel gerade im Hype war. Das ist ganz normal und da ist auch nichts Verwerfliches dran. Weder bei den Spielen wie Fortnite etc. noch bei Pokémon. Rettet den Genitiv. So ist das auf Social Media Plattformen, auf Twitch, auf YouTube. So ist das halt. Und ich finde, daran ist nichts auszusetzen. Ich kann euch mal sagen, wie ich dazu gekommen bin, dass ich jetzt Pokémon Packs geöffnet habe. Egal ob im deutschen Bereich oder im amerikanischen Bereich. Wenn man auf Twitch geht, ist dieses Pokémon Ding präsent wie nie. Instagram, TikTok, überall siehst du Pokémon-Opening-Clips. Mhm. Und auch wenn du es nicht möchtest, du setzt dich damit irgendwie ein bisschen auseinander und guckst mal. Und ist auch okay, Digga. So habe ich mit Fortnite zum Beispiel angefangen. Ich finde auch ganz ehrlich, die Enjoyable-Komponente, bin ich da voll bei ihm. Ich finde das übertrieben geil zu sehen. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, deshalb fühle ich das auch bei Max so. Ich finde es übertrieben geil zu sehen, wenn jemand richtig mit Leidenschaft und Liebe dabei ist. Wisst ihr, was ich meine? Max macht diese Karten auf und man merkt wirklich, dass er mit einer Passion dabei ist, die natürlich, klar, ein Stück weit auch einem ganz normalen kapitalistischen Grundsatz, diesem finanziellen Interesse unterliegt. Ich will die krankste Karte ziehen, aber Max ist wirklich halt, was das angeht, ein kompletter Nerd. Max ist ein kompletter Nerd und er will einfach seine Sammlung fertig haben. Es geht ihm nicht darum, da fett Profit draus zu machen und sowas. Und ich glaube sogar, Max würde das vielleicht sogar fast schon privat machen, Leute. Wenn er könnte. Ohne, dass er das streamen müsste. Er enjoyt es aber trotzdem, das mit den Leuten zu teilen. Er ist leicht süchtig. Er hat jetzt ein Hobby gefunden wieder. Er liebt das. Er macht das auch gerne für den Content. Aber er liebt diese Geschichte halt. Er liebt halt einfach Pokémon, Digga. Und er ist da halt wirklich komplett drin, Digga. Und das ist halt wirklich... Ja, ein Hobby, wo er halt super, super viel Geld reinsteckt. Er ist absolut süchtig, das ist gar keine Frage. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt eine Leidenschaft, die da bei ihm getrieben wird. Und das schaue ich mir gerne an. Ich schaue mir das gerne an, wenn jemand Karten und solche Sachen wirklich so mit einem Nerdy-Wissen und mit diesem Respekt quasi so öffnet. Wisst ihr, was ich meine? Er macht das vorsichtig auf, packt es dann in den Sleeve, dann in den Toploader und sowas, erklärt kurz was zu der Karte, hat dann noch Leute dabei. Wenn er etwas nicht weiß, dann sagt er auch, oh, keine Ahnung, Caruso, sag du mal was dazu. Das finde ich cool. Ich kenne maximal noch die ersten Standard-Pokémon bei den späteren Generationen, bei den Karten, die ich jetzt hier habe, da bin ich raus. Ich weiß es nicht. Ich kenne die alle nicht. Und ich weiß auch nicht, welche Karten da gut sind. Ich mag den Prozess vom Opening gerne. Ich mag es einfach, Sachen aufzumachen und sich mit diesen Sachen auseinanderzugehen. Aber ich würde niemals mir anmaßen, dass ich das so gut mache wie Max. Ich hatte nicht mal Toploader und sowas. Und ich werde die Karten wahrscheinlich heute so gar nicht aufmachen können, weil ich noch keine Sleeves und sowas habe. Weil ich mich da auch erstmal reinfuchsen musste und so. Und ich mache mich ja da immer gerne ein bisschen lustig drüber und so und sowas. Aber ich finde das bei Max absolut, und ich will Max auch nicht in den Arsch kriechen, Digga. Und ich habe auch Max schon für ein paar Sachen so kritisiert, im Privaten und im Öffentlichen auch, zum Beispiel FIFA-Geschichte und so. Ne? Max macht das wirklich einfach mit kompletter Leidenschaft und Liebe und so. Und dann schaue ich mir das gerne an. Und ich glaube, da liegt der feine Unterschied, wenn man sieht, dass das halt jemand macht, der wirklich einen Bezug dazu hat. Der das macht, weil er das halt versteht, weil er das fühlt, weil er darauf Bock hat. Wisst ihr, was ich meine? Alle haben zu mir gesagt, zock Fortnite, zock Fortnite. Ich habe es nicht gemacht. Überall waren YouTube-Videos, Clips. Alle meine Jungs haben damit angefangen. Papa Platte hat zu mir gesagt, zock das doch mal. Ich habe ihn damals damit gefrontet und habe gesagt, das ist ein Kinderspiel, Comic-Grafik.
Puff, 5 Tage später, Digga, war ich im Fortnite-Hype. Hab's 2 Jahre durchgezockt. Und ich persönlich hab Spaß daran, wenn ich Pokémon-Openings mir anschaue. Und das ist auch voll geil. Zuschauer. Das ist auch voll, ist auch voll gut. Hab ich für mich entschieden, ich könnte es auch mal in meinem Stream machen. Denn mir macht das Spaß, mir es anzugucken. Also wird es mir auch Spaß machen, das im Stream auszupacken. Und ich finde, daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Nee, das ist auch so. Ich habe weniger Ahnung von diesen Pokémon-Karten als viele andere. Liegt daran, ich bin natürlich vielleicht auch noch eine andere Generation, beziehungsweise in meiner späteren Jugend habe ich andere Interessen gehabt, nämlich Drogen nehmen. Ich habe eine Verbindung zu Pokémon, so ist es nicht. Aber meine Verbindung zu Pokémon ist wesentlich älter, denn ich habe Pokémon auf dem Gameboy gespielt, die gelbe, die blaue und die rote Edition. Ja, und danach war Schluss. Danach habe ich nie wieder Pokémon gespielt. Und zu sagen, der macht das nur wegen dem Hype und hat gar keine Ahnung, finde ich, ist eine freche Aussage. Es wäre echt traurig, egal ob auf Twitch, YouTube gesehen oder auf das reale Leben gesehen. Es wäre so schade, wenn wir als Menschen nur das machen, was wir gut können. Es ist doch gerade geil, mit etwas anzufangen, was man nicht gut kann oder sich nicht gut auskennt und dann langsam besser zu werden, sich besser auszukennen. So war es mit meinem VG. Nee, ich sag doch gar nichts. Genauso. Ich sag auch gar nichts dagegen, dass das nicht schlimm ist, wenn da jemand keinen Plan von hat. Ich persönlich schaue mir es halt nur bei jemandem gerne an, der mir halt Fakten dazu nennen kann und dann wirklich mit kompletter Herzenslust und sowas dabei ist. Das ist für mich primär so der Keypoint. Aber ich sehe da jetzt auch nicht verwerflich, dass er die Karten geöffnet hat. Sehe ich überhaupt kein Problem. Jetzt habe ich davon Ahnung. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren, als ich damit angefangen habe, die zu sammeln, hatte ich nicht so viel Ahnung. Und ich finde, diese Aussage, er hat keine Ahnung, fängt damit an, relativ schwach von einigen Zuschauern. Denn das sehe ich damit auch. Damit wollen sie mir sagen, ich darf damit das nicht muss anfangen. Da muss ich ihm zustimmen. Und das symbolisiert nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die das vielleicht lesen, eine negative Nachricht. Nämlich, dass man nie Sachen anfangen darf, indem man schlecht ist. Und das finde ich ist eine falsche Message. Ich habe Bock, Pokémon-Karten zu öffnen. Und ich habe Bock zu lernen. Ich habe Bock, das besser kennenzulernen und schlauer zu werden, was dieses Thema angeht. Wer nimmt sich das Recht raus und sagt mir, ich darf das nicht machen, weil ich mich damit nicht auskenne? Wer gibt euch das Recht, so etwas zu schreiben? Und ja, das beschreibt es gerade ganz gut. Bei Max siehst du halt gefühlt dieses Funkeln in den Augen beim Öffnen. Der ist einfach da so krass drin. Genau, das macht für mich diesen Unterschied so. Diese emotionale Bindung, die er dazu hat. Ich habe mir Mondes Pokémon Card Unboxing gar nicht angeschaut. Muss ich ehrlich sagen, habe ich mir gar nicht angeschaut. Aber was er gerade sagt, ist ein richtiger Punkt. Also ich kann das doch machen, wenn ich darauf Bock habe, sehe ich vollkommen. Wenn er jetzt die Karten nicht, keine Ahnung, selbst wenn er sich zerschneidet und anspuckt und sagt, ja, Müll, Schmutz, bla bla, dann ist das so, mein Gott. Damit auch andere Leute einzuschränken, die vielleicht sich überlegt haben, das zu machen, aber Angst haben, weil sie keine Ahnung haben, dann fange ich es lieber gar nicht an. Das ist eine falsche Message, die ihr damit verbreitet. Man sollte auch Sachen anfangen, von denen man nicht so viel Ahnung hat. Das ist einfach meine Meinung dazu und ich fand diese Kommentare sehr schade. Sehr, sehr schade. Leute haben mir geschrieben, ich habe das Gesicht verloren, weil ich jetzt Pokémon Openings angefangen habe, weil es ja gerade im Hype ist. Und Monte würde ja nie mit dem Hype gehen. Digga, willst du mich verarschen oder was? Monte ist immer mit dem Hype gegangen. Anders als andere. Aber wenn ein Spiel am Start war, was für mich interessant war, was gerade im Hype war, dann habe ich es gezockt, Digga. Egal, was ich gemacht habe. Ich habe es aber immer, und das ist der Unterschied, ich habe es immer auf die Monte-Art gemacht, Digga. Mhm. Ich habe mich nie verbiegen lassen für irgendeinen Scheiß oder für mehr Geld auf dem Konto. Ich habe es immer in der Monte-Manier gemacht. Und genauso habe ich es in dem Pokémon-Opening auch gemacht. Klar, vielleicht sollte ich die Pokémon-Packs nicht mehr in Zukunft mit der Schere öffnen und vielleicht die Karten ein bisschen liebevoller hinlegen. Aber das ist etwas, das muss ich langsam lernen und okay, so funktioniert das. Ah, umdrehen bis 4-10 und dann sind da die Holo und bla. Das sind alles Sachen, die muss ich lernen. Und ich werde mir bestimmt nicht von einigen Affen verbieten lassen, dass ich das nicht machen darf, weil ich da drin zu schlecht bin. Das Wichtigste an dieser ganzen Thematik, Pokémon Opening. Jetzt wisst ihr, der Realtor kommt, meine Freunde, da ist der Beat. Etc. Sollte doch sein, dass ich Spaß habe. Dass ich Spaß bei der Sache habe. Und das habe ich gestern gehabt. Und der Livestream-Chat hat zu 99% auch Spaß gehabt. Das ist doch das Allerwichtigste, Digga. Dass ich das nicht mit so einer Fresse mache, weil ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe, aber auf Krampf es mache, weil ich irgendwie Follower kassieren will oder sonstiges. Und ich kann euch eins sagen, Mashallah, bei mir läuft sehr gut. Ich brauche keine extra Follower durch Pokémon-Hype, Digga. Das brauche ich alles nicht. Denn auch jetzt immer noch, Digga,
und das ist auch nochmal ein Punkt, wo wir jetzt drauf eingehen, bin ich mit Abstand der meistgefolgte Kanal auf Twitch in Deutschland mit 3,4 Millionen Menschen, die mir folgen. Follower sagen, finde ich auf Twitch nicht viel aus. Ich habe auch 1,5 Millionen Follower im Durchschnitt, nur 10.000 Viewer. Kevin hat das Doppelte an Durchschnittsviewern und hat 500.000 Follower weniger. Ob Follower jetzt so viel Aussagen über eine Relevanz eines Menschen, ist immer die Frage, ne? Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich brauche keinen Hype mitnehmen, Digga, weil der Hype kommt zu mir. Und das hört sich abgehoben an, aber das ist leider die Realität, Digga. Kommen wir nochmal zu einem Punkt. Sturm, danke schön, Bro. Den ich in der letzten Zeit auch gelesen habe. Einen Kommentar oder mehrere Kommentare, die ich dann bekommen habe, weil mich Leute damit triggern wollen. Sie triggern mich damit nicht. Sie zeigen mir nur, wie dämlich sie sind. Solche Kommentare wie, wie fühlt es sich an, dass Trimax deine Rekorde gebrochen hat? Jetzt bist du nur noch die Nummer 2. So, erstmal möchte ich euch sagen, Trimax hat meine Rekorde nicht gebrochen. Knossi hat meine Rekorde gebrochen. Der Knossi hatte 50.000 Subs, meines Wissens nach, und hatte die meisten Zuschauer auf Twitch, auch jetzt noch. Trimax hat die Rekorde nicht gebrochen. Meines Wissens, korrigiert mich, aber meines Wissens hält immer noch Knossi die deutschen Twitch-Rekorde. Und selbst wenn Trimax meine Rekorde gebrochen hätte, oder Knossi, ist doch scheißegal, warum soll ich da Auge machen, Digga? Was bringt mir das, wenn ich da Auge mache? Ich kann diesen ganzen Hype um die Zahlen nicht verstehen. Wisst ihr, Leute, so, ich bin ehrlich zu euch, guck mal, 2017, klar freut man sich über viele Viewer und klar teile ich das auch mal gerne in der Story und ich bin super beeindruckt davon, wenn wir um 5 Uhr nachts oder um 4.30 Uhr nachts mit 60.000 Leuten zusammen irgendwie was uns anschauen und da noch 60.000 Leute da sind. Das ist verrückt, das ist geisteskrank. Aber Zahlen sind immer so eine Sache, Relevanz, die kommen und gehen. Und was sich hier ein bisschen widerspricht, das haben jetzt auch gerade Leute gesagt, dieses Numero Uno, dieses Gepusche darauf, ich bin der Krasseste. Das war ja, also ich sehe das nicht immer so. Man kann nicht sagen, Zahlen interessieren mich nicht. Zahlen interessieren jeden von uns irgendwie. Und jeder profiliert sich gerne dadurch. Wisst ihr, was ich meine? So, jeder zeigt halt gerne, dass er Erfolg hat und jeder teilt das auch gerne mit der Welt und jeder ist stolz auf das, was er erreicht hat. Und das ist auch vollkommen fein. Aber dann halt zu sagen, das interessiert mich gar nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also keine Ahnung, Chat, ich sag's euch auch, wie es ist, wenn ich einen Stream mit 12.000 Viewern habe oder mit 15.000 oder sogar mit 20.000, wie wir das jetzt heute mal gehabt hatten vielleicht, weiß ich gar nicht, sehr viel geiler als ein Stream mit 2.000 Zuschauern. Natürlich fühlt sich das geiler an, natürlich fühlt sich das besser an, das ist halt so. Aber dieses zu sagen, mich interessiert das gar nicht und Zahlen tangieren mich nicht und jucken mich nicht und das ist mir scheißegal. Ich glaube, da kann sich niemand von uns von freisprechen, weil unser direkter Erfolg, sei es nicht nur mal finanziell, sondern auch unser mentales Wohlbefinden, richtet sich halt extrem krass nach diesen Zahlen. Wisst ihr, was ich meine? So, mir geht es sehr viel besser, wenn ich gute Zahlen auf meinen Videos habe. Und das ist nicht mal das Geld, sondern einfach nur zu sehen, ey, das, was ich mache, funktioniert gerade, das interessiert Leute. Wisst ihr, was ich meine? Und zu sagen, das interessiert mich gar nicht, kann ich mir bei vielen großen Leuten einfach nicht vorstellen. Gerade wenn man das halt immer wieder nach außen kehrt, ne? Klar, vor 3 Jahren oder 2 Jahren, als ich diese Rekorde gebrochen habe. Als Maul, seit wann kannst du so reden? Hätte ich niemals gedacht, dass in naher Zukunft jemand diese Rekorde bricht. Aber es war auch noch eine andere Zeit, Digga. Wo sich Twitch aktuell hinentwickelt hat. Ey, ich habe mir auch damals, 2017, als ich 88.000 Live-Zuschauer hatte und mein Rekord für, glaube, 1,5 Jahre nicht mal gebrochen worden ist und dann Gronkh irgendwann das mit Let's Play Together oder wie hieß das, Loot für die Welt? Nein, wie heißt die Charity-Show von Gronkh? Shit, Mann, wie heißt denn das? Friendly Fire. Als er das mit Friendly Fire gebrochen hat, das war für mich auch das Geilste, Digga. Das war halt auch wirklich insane, zu sehen halt, dass ich der krasseste Ficker gewesen bin. Wisst ihr, was ich meine? So dieses oh, Digga, 88.000 Viewer, oh, noch niemand hat meinen deutschen Twitch-Rekord gebrochen. Oder 2016 kann das auch gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Das war für mich auch, ey, Digga, ich habe mich gefühlt wie der Krankste. Ich habe mich gefühlt wie der Geilste. Ich hatte eine Zeit lang durchschnittlich auf meine Craft-Deck-Streams 50.000 Zuschauer, so, das ist so.
aber jetzt halt nicht mehr. Das liegt halt daran, dass ich sehr viel unregelmäßiger gestreamt habe, sehr viel mein Content auch geswitcht habe und so weiter und so fort und auch sehr viele Leute einfach gegangen sind, weil ich nicht mehr das Game gezockt habe, was sie wollten, nämlich Minecraft. Und das ist auch vollkommen fein, so, wisst ihr, was ich meine? Zahlen an sich sind aber trotzdem nach wie vor für uns alle halt super, super wichtig. Und ich glaube, dass wir das niemals komplett ablegen können, uns danach zu orientieren und zu schauen, es geht nicht anders. Also es geht wirklich nicht anders. Ich glaube, keiner von uns kann sagen, mich juckt das nicht, was da passiert. Es ist nicht, ihr müsst das anders verstehen, es ist nicht das Finanzielle. Das Finanzielle ist nicht das, was uns dabei triggert. Es ist primär, dass die Angst sein könnte, dass man irgendwann nicht mehr relevant ist und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich meine? Dass das halt so ein bisschen da reinkickt. Und solange es halt gut läuft, hat man diese Angst ein bisschen beiseite gedrückt. Und das fühlt sich gut an. So. Ja. Von den Zuschauerzahlen im deutschen Bereich ist nicht mehr von dieser Welt, Digga. Es ist krank. Es ist krank. Und am Ende des Tages ist es doch vollkommen scheißegal, ob ich an der Spitze bin, ob Trimax an der Spitze ist oder Knossi. Es ist vollkommen scheißegal. Weil wir alle zusammen an einer Spitze sind. Zahlen kommen, Zahlen gehen, das war schon immer so. Ja, das stimmt. Und ich möchte eine Sache nochmal ganz kurz loswerden, weil die Leute das immer irgendwie missverstanden haben, Digga. Wenn ich gesagt habe, ich bin die Nummer 1 auf Twitch, dann meinte ich nie die Zuschauerzahlen, dann meinte ich nie die Subs. Ich meinte immer die Followerzahl, die Leute, die mir auf Twitch folgen. Diese Zahl meinte ich mit der Nummer 1. Ja. Ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Kann sein, kann wirklich sein. Für mich wirkte das immer so ein bisschen, als wäre es der Big Push zu sagen, ich bin Deutschlands größter Streamer. Gemessen an den Followern, ja. Aber generell gibt es so viele Daten, Erhebungen. Man könnte jetzt auch sagen, Syntika war auch eine Zeit lang sicherlich Deutschlands größte Streamerin, weil sie halt so viele Subs hatte. Wisst ihr, was ich meine? Sie hatte dafür nicht so viele Zuschauer. Es ist immer die Frage, woran misst man das halt, ne? Woran misst man das halt? Keine Ahnung. Kann ich nie ausmachen. Sind es Zuschauerzahlen, Follower, Interaktionen, live geguckte... I don't know, Digga, I don't know. Das war das, worauf ich diese Aussage gestützt habe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute... Bless you, Diopter, danke schön, Bro. Einige Leute, ich rede immer für die Allgemeinheit, aber damit meine ich eigentlich nur ein paar Einzelne. Die Leute mögen es gerne, wenn man was zusammen macht mit anderen, aber noch mehr würden sie es mögen, wenn man Stress mit denen hat. Dass Leute schreiben, ich würde aktuell nur mit Trimax chillen, weil er Hype hat. Also erstmal, ich habe mit Trimax schon vor, keine Ahnung, vor einem Dreivierteljahr, ja, Pimmelparty gespielt und habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Wir haben jetzt, ich kann euch ehrlicherweise sagen, wann der Kontakt richtig zustande gekommen ist mit Max. Und das war zum Anfang von FIFA 21. Er hat mit FIFA 21 angefangen, er hat vorher nie FIFA gespielt. Er hat mit FIFA 21 angefangen und so haben wir angefangen, gemeinsame Projekte zu starten, Videos aufzunehmen, im Stream mal ein Spielchen zu machen. Lars, Digga, danke für den Sub. Selber, DJ dann Nice, war er danke. Bei mir zu Besuch, dann war ich bei ihm zu Besuch. Und dann auf einmal ist ja bei ihm der Hype erst ausgebrochen. Also im Sinne von mit Pokémon Openings 300.000 Zuschauer. Max hat aber schon immer ja, glaube ich, ganz gut gehypt, ne, und immer gut gegained über die Zeit hinweg. Also Max hat ja auch über die Minecraft-Tage unglaublich viel dazu gewonnen an Followern und so weiter und so fort, ne? Max ist schon immer jemand gewesen, der konstant extrem gewachsen ist. Nur das hat ihm jetzt nochmal gefühlt nochmal eine komplett neue Krone aufgesetzt, ne? 40.000 Subs geknackt. Und da freue ich mich für ihn, weil ich kann euch eins sagen, Neid bringt mir gar nichts. Neid bringt mich überhaupt nicht weiter im Leben. Was habe ich davon? Mir geht's doch sehr gut. Mir geht's doch sehr gut. Mein Twitch-Kanal läuft überdurchschnittlich gut. Die Zahlen, die ich auf Twitch mache, sind überdurchschnittlich gut. Und dann auf Krampf immer versuchen, Stress zu machen, finde ich unnötig, Digga. Ich habe keine Lust mehr auf Stress. Ich habe keine Lust mehr auf Kopfschmerzerei. Ich habe Bock auf coole gemeinsame Streams mit Streaming-Kollegen. Mit allen Streaming-Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe, habe ich Bock, Projekte zu machen, Digga. Weil das einfach Spaß macht. Ich habe keine Lust mehr auf schlechte Laune im Stream, weil das Spiel mich abfuckt. Oh, Bro. I wish. Aber das kriege ich auch nicht raus, wa? Habe ich keine Lust mehr zu, Digga. Ich bin müde. Ich bin müde von der schlechten Laune, die mir die Spiele geben.
Ich bin wirklich müde davon. Ich will einfach nur noch coole Streams machen, wie zum Beispiel der Stream gestern mit Marc zusammen. Das war eine 1+. Der Stream bei Trimax bei ihm zu Hause, wo wir FIFA gespielt haben, war eine 1+. Der Stream, als Trimax bei mir zu Hause war, war eine 1+. Darauf habe ich Bock auf coole Projekte, Digga. Hab keinen Bock mehr auf Kopfschmerzerei, weil die Spiele mir auf den Sack gehen, Digga. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Abschließend kann ich euch einfach sagen, ich muss niemandem mehr irgendwas auf Twitch beweisen, Digga. Oder ich muss nirgendwo mehr ein neidisches Auge machen, weil die Zuschauer das gerne von mir wollen oder einige Zuschauer das von mir wollen. Dass oder ich das da rein interpretieren, ne? Ja. Neid habe, weil es bei anderen aktuell besser läuft. Von den Zuschauern, von den Subs. Das ist mir alles scheißegal, Digga. Ich will euch einmal was über Hype erzählen. Und da rede ich jetzt allgemein und nicht auf einige Personen bezogen, sondern allgemein. Einen krassen Hype kann jeder haben. Ja. Ein No-Name kann einen krassen Hype haben, ja, und auf einmal berühmt werden für einen gewissen Moment. Die Königsdisziplin ist, das den Hype auch dann auszunutzen und was draus zu machen. Ja, ja. Und nicht eine Kurve zu haben, wo der Hype hier ist und danach geht sie wieder runter. Wie bei einem beispielsweise jetzt Hans Entertainment. Nicht böse gemeint, aber ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Der war ganz schnell. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Nein, auf meinem Pulli steht Racists are not allowed to wash drauf und nicht einfach nur Rassist. Ja, das ist auch so eine Sache. Kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch quatschen so. Ich hatte auch immer wieder mal Phasen, wo ich halt mehr Hype hatte, mal weniger so. Das war aber immer antizyklisch. Also meistens hatte ich entweder einen Hype auf YouTube oder einen Hype auf Twitch und nicht gleichzeitig. Ich glaube, gleichzeitig gab es das nur einmal mit Craft Attack, als wir da diese kranken Zahlen hatten. Das erste Mal war halt im YouTube-Haus, dann Craft Attack und dann nochmal Fortnite und sowas. Und dann in der UFO-Zeit dann auch nochmal Kampfisch, danke für deinen Sub. Hypes, Runs auf deinen Kanal und so weiter und so fort, die kommen und gehen, das gehört dazu, Mann. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass man nicht immer die geilsten Zahlen hat. Ich hatte auch, das müsste man sich jetzt mal vorstellen, Leute, ich hatte diese Woche noch einen Stream, da hatte ich auch nur 2800 Zuschauer so, weil ich halt Sea of Thieves gespielt habe, ein Game, was keiner kannte. Ich habe das Game jetzt zum dritten Mal gespielt im Stream, die Zuschauerzahlen sind konstant geblieben und sogar gewachsen. Man muss halt auch mal neue Sachen wagen und probieren, wisst ihr, was ich meine? Das ist auch so eine Geschichte, die ich selber halt mit der Zeit lernen musste. Einfach mal zu sagen, wenn ich jetzt keinen Bock auf XY habe, dann mache ich das jetzt auch nicht. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, ja, dann können die Leute halt gehen, wisst ihr, was ich meine? Ich will einfach, dass die Leute die Streams schauen wegen mir, nicht wegen dem Game, sondern dass die Leute den Streams schauen wegen meinen Talks eventuell, wegen meinen Jokes, wegen den Leuten, mit denen ich zusammen spiele und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich meine? Darum geht es mir. Und I don't know, also ich probiere mich in letzter Zeit sehr viel aus mit verschiedenen Games, ich enjoy Twitch gerade sehr und bin super, super happy gerade, ich kann mich wirklich nicht beschweren, Alter, dieser Stream hier wieder, holy shit, Mann, geisteskrank, das ist so, ich enjoy das voll und ich finde es auch so geil, dass so viele Leute halt immer wieder auf Twitch jetzt dazukommen, Rezuert zum Beispiel ein geiles Beispiel, Kampfisch, danke für dein Gifted, finde ich übertrieben geil und ich joke ja auch oft darüber rum, so keine Ahnung, dass ich habe so wenig Subs nur und bla 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 bla, aber im Endeffekt, Leute, also im Endeffekt ist das auch wieder nur eine Zahl. Klar ist das eine Zahl, die mich finanziell betrifft, darum geht es mir aber nicht, sondern halt eher auch wieder egomäßig so eine Sache und das muss ich halt ein bisschen abstellen so, aber gerade bin ich wirklich echt happy so mit meinem Twitch-Content, wisst ihr, was ich meine? Ich enjoy das wirklich sehr. Und ich weiß doch, dass wenn ich das so weitermache und mich da weiter ein bisschen ausprobiere und weiter so durchgrinde, dann funktioniert das auch, wisst ihr, was ich meine? Kein Plan, das ist genauso wie Sachen auf YouTube, mal halt nicht funktionieren, mal kommen Sachen, mal gehen Sachen, das gehört einfach dazu, wisst ihr, was ich meine? Was soll ich sagen, Mann, es gehört einfach dazu. Die Kurve von Social Blade ist meistens immer so. Im besten Fall geht sie so nach oben und mal geht sie so nach unten, das gehört einfach dazu, wisst ihr? Gnada Jake war Topstreamer in den USA, bis er sich wegen Depressionen verabschiedet hat, ja. Passiert, man lässt sich schnell in Sachen reinforcieren, die man nicht will, wisst ihr, was ich meine? Aber das habe ich tatsächlich einfach auch aufgegeben. Mir ist es persönlich egal, Mann. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und ich find's geil, Digga. Wenn ihr im Start seid, wirst du den Super Bowl heute Nacht geben, Digga, auf gar keinen Fall. Ich werde dann auch sowas von Haya machen, Digga. Ich werde richtig lecker schlafi.
schnell, hier weit oben, aber der war auch wieder ganz schnell, hier weit ganz unten, Digga. Ein Hype kann jeder haben. Wenn mich die Frage ist, was machst du da draus? Und ich kann Mitch, euch eins ich habe dich vorgelesen. Es hört sich eingebildet an, aber ich habe seit 7 Jahren Hype. Seit 7 Jahren läuft es bei mir, mashallah, sehr gut. Aber ich habe es geschafft, dass es nicht nur ein Hype war, sondern... 7 Jahre? Ja, so lange schon. Ich glaube, der richtige Monta-Hype war so 2017 noch erst, oder? Mit Fortnite, ne? Dass ich seit 7 Jahren gesegnet bin. Aber mit vorher lief ja auch schon Zahlen, gut, ne? Mit ja. einer geilen Community. Und das macht mir so schnell keiner nach, Digga. Und deswegen muss ich auch niemandem irgendetwas mehr beweisen, Digga. Oder dass Leute denken, ich würde neidisches Auge machen, weil es bei einem Kollegen von mir besser läuft. Puh, in euer Gesicht, Digga. Ja. Wie könnt ihr das nur wollen? Wieso wollt ihr immer nur Ärger haben und Drama, Digga? Ich gönn das den Jungs. Ich gönn das Trimax, ich gönn es Knossi, ich gönn's allen, Digga. Warum sollte ich denen das nicht gönnen, Digga? Was hab ich davon? Ich freue mich für Max. Max ist so ein guter Junge, Digga. Warum sollte ich in irgendeiner Art und Weise mich nicht für ihn freuen? Außer, weil es einige Zuschauer so möchten. Aber den Gefallen werde ich euch nicht tun. Den Gefallen werde ich euch nicht tun, Digga. Ich bin auch älter und reifer geworden. Ich will einfach meine Ruhe haben, Digga. Und ich mache kein Auge mehr. Bro, I can relate so much, Digga. Ja, auf irgendwas. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Philipp, danke schön für deinen Sub. Kuss. Lasst euch gut gehen. Ich wollte es einfach mir mal von der Seele reden, Digga. Kuss. Kuss, Kuss. Alright, okay. So viel dazu, meine Freunde. So viel dazu. So.